Du könntest ihn, hab ich recht. Aber dann hattest du dieses kleine Gefühl. Aber du hast es schnell abgetan. Und du hättest darauf hören sollen. So wie ich dir jetzt gerade zuhöre. Rede ruhig mit mir. Ich bin der einzige Freund, den du hast. Sie sind nicht gerade der Liebling des Dezernats. Hat sich vermutlich einiges geändert, seit Sie weg sind. Fassen müssen wir ihn noch, oder? Ja. Dann hat sich nicht viel geändert. Ich kann Ihnen versichern, wir ermitteln rund um die Uhr und mit allen verfügbaren Kräften in diesen Fällen. Er ist ein Hai, wenn er nicht weitermacht, stirbt. Er fährt kein Auto, hat einen schicken Wagen, vielleicht zwei. Hohe Laufleistung. Mein Auto muss Ihnen ja echt gefallen. Tut's auch. Wie groß ist der Kofferraum? Eins muss ich noch wissen. Wieso wird der Mann mit der besten Aufklärungsquote im Dezernat in 15 Jahren nie befördert? Vielleicht war ich nicht in der richtigen Kirche. Wenn ich dir in die Augen sehe, was ich da sehe, ist nicht gut. Er wusste alle Details, aber war zur Tatzeit meilenweit weg. Wieso ist das so? Wieso ist das so? Wie groß ist der Kofferraum? Was wollen Sie? Ich will das Schwein drankriegen. Für wen? Für all die Frauen, die er getötet hat. Ich will das Schwein auch drankriegen. Der Unterschied ist da. Ich mach das für mich. Es sind die kleinen Dinge, Jimmy. Es sind die kleinen Dinge, die einen zerreißen. Die kleinen Dinge. Die einen verraten. Sind die kleinen Sachen, die einen Trailer zum Meisterwerk machen. Und damit haben wir es, glaube ich, hier zu tun für den Film The Little Things. Und in der Trailer-Analyse schauen wir auch diese kleinen Sachen gleich an. Herzlich willkommen zu Trailerschnitt. Das ist der Kanal für alle Trailer-Begeisterten. Und wir springen jetzt gleich in die Timeline rein und analysieren das Teil im Detail. Und wir schauen uns eben drei Sachen an. Erstens den Aufbau des Trailers, zweitens die Musik. Wir haben hier drei Stück. Drittens die Breaks, hier in rot markiert. Und viertens erwähnt die kleinen Sachen. Sie sind unscheinbar, sie sind scheinbar unwichtig, aber sie haben enormen Einfluss auf die Art des Trailers, also wie der Trailer rüberkommt. Los geht's. Hier drüber liegen die Titel. Die können wir uns schnell kurz anschauen. Also hier haben wir eben ein Intro mal in einer anständigen Länge. Genau so lang, wie es sein muss und so kurz wie möglich quasi. Und dann haben wir hier die erste schöne Typo. Zu der Typo kann man sagen, die ist mega schön und zart und kommt hier aber trotzdem so voll auf Beat. Und es funktioniert halt einfach. Es braucht nicht, wenn hier irgendwie ein krasser Schlag ist, braucht es nicht unbedingt auch eine krasse Typo. Weniger ist mehr und dann hier hinten im gleichen Stil mit diesen schönen kleinen Partikel hier der Filmtitel, gefolgt von allerlei Star Power, Oscar Power hier im Dreierpack. So, jetzt schauen wir uns oder hören uns kurz die drei Musiken an. Ich mache schnell ein bisschen lauter. Wir haben zu Beginn so eine Sound Design Musik. Aber du hast es schnell abgetan. Die einem an Herzschläge erinnert. Und du hättest darauf hören sollen. Die immer den gleichen Ablauf hat. Eine Sequenz, die sich wiederholt. So wie ich dir jetzt gerade zuhöre. Rede ruhig mit mir. Außer der Schluss, der intensiviert sich hier dann und kommt zum ersten Break. Das ist der erste Break hier. Ich bin der einzige Freund, den du hast. Und der erste Break, der läutet den ersten O-Ton ein im On. Also vorher hören wir ihn immer nur, sehen ihn aber nicht den Mund bewegen. Wir wissen zwar, wer es ist. Wahrscheinlich denken wir, dass es er ist, den wir sehen.
Und jetzt noch kurz zu dem, das finde ich immer so schön und das macht eben einen schönen Trailer aus. Und das ist auch, ich nehme das schon mal vorweg, eine der kleinen Sachen. Du kanntest ihn, habe ich recht. Also wir haben einen Satz, du kanntest ihn, habe ich recht. Aber dann hattest du dieses kleine Gefühl. Und dann hast du dieses kleine Gefühl und dann kommt die Musik. Aber du hast es schnell abgetan. Und der nächste Satz ist, ist hier fertig, bevor eben der nächste Takt kommt. Und du hättest darauf hören sollen. Und dann ist der Satz fertig. So wie ich dir jetzt gerade zuhöre. Und das ist eben genau richtig gemacht, wie bei einem Lied, die Lyrics so eingesetzt, dass es wie ein Lied gemacht ist. Und so versuche ich das auch immer, wenn ich einen Trailer schneide. Und es kommt immer gut an. Und dann haben wir hier nochmal so komische Schläge. Sie sind nicht gerade. Und gehen in die nächste Runde mit der Musik. Und die ist auch eher so sphärisch. Oder der Liebling des Dezernats. Flächig. Hat sich vermutlich einiges geändert, seit Sie weg sind. Fast müssen wir ihn noch, oder? Ja. Dann hat sich nicht viel geändert. Kleiner Mini-Break. Dieses Gespräch, was dann durch den Break hier mit dem Schlag abgerundet wird, mit diesem Gag. Dann hat sich nicht viel geändert. Und dann kommt ein bisschen mehr Intensivität. Viel Geräusche. Mein Auto. Und hier gehen wir in den dritten Break. In den dritten Break. Mein Auto muss Ihnen ja echt gefallen. Tut's auch. Und das ist so ein Scare-Break, ein bisschen, könnte man den so nennen. Ich gehe jetzt mal hier gleich weiter. Hier springen wir nachher gleich noch zurück, wollte ich euch noch was zeigen. Jedenfalls kommt hier dann die erste Typo. Sorry, jetzt stockt es gerade ein bisschen. Aber die Musik fängt schon ein bisschen vor der Typo an. Das ist der Kofferraum. Oha, mein Akku läuft leer. Vielleicht muss ich hier kurz Better Performance. 3% Akku, müssen wir uns ganz schön beeilen. Also wir haben dann diese klassische Musik, die ist richtig gut gewählt. Die macht richtig was her. Schauen wir uns schnell den nächsten Break an. Also wieder so ein Kanonen-Lade-Break, gern verwendet in Actionfilmen. Groß ist der Kofferraum. Das ist auch gut. Der Break mit dem Lacher, das kommt auch manchmal vor. Manchmal gibt es noch so ein Bling in so Komödien. Und hier der letzte Break. Es sind die kleinen Dinge, Jimmy. Es sind die kleinen Dinge, die einen zerreißen, die kleinen Dinge. Die einen verraten. Geniales Ende. Also wieder er, endlich wie am Anfang, redet mit jemandem und sagt hier auch den Titel, die kleinen Dinge, Little Things. Und dann kommt auf diesen Schlag das letzte Bild und das Hammer. Einfach Hammer. Ja, jetzt haben wir eigentlich schon den Aufbau angeschaut, die Musik und die Breaks. Schauen wir uns noch die kleinen Sachen an. Ich habe gesagt, hier ist was. Ja, echt gefallen. Tut's auch. Dieses ekelhafte Geräusch hier, weil man hätte ja auch einfach hier einen Break machen können und einen Dialog, aber es ist dieses ekelhafte Geräusch. Ich mache schnell ganz laut. Wie groß ist der Kofferraum? Und das ist ein Beispiel für etwas, was eine enorme Wirkung hat. So, und bevor jetzt hier der Akku abraucht, würde ich sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne ein Abo da. Hier kommen regelmäßig solche Videos für Trailer-Fans, speziell Trailer-Editoren und Trailer-Editorinnen. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.